Er spielt seit 2016 für die Fortuna.
Und so ist die Spielminute 0:1 zur 496 mit der Schütze in 36 Sendung. Die 21. Spielminute 0:2 zur 496 mit der Schütze in 11 47 Ole, 48 Ole, 47 Ole, 48 Ole.
49 Ole, 50 Ole, 51 Ole, 52 Ole, 53 Ole, 54 Ole, 55 Ole, 56 Ole, 57 Ole, 58 Ole, 59 Ole, 60 Ole, 61 Ole, 62 Ole, 63 Ole, 64 Ole, 65 Ole, 66 Ole, 67 Ole, 68 Ole, 69 Ole, 70 Ole, 71 Ole, 72 Ole, 73 Ole, 74 Ole, 75 Ole, 76 Ole, 77 Ole, 78 Ole, 79 Ole, 80 Ole, 81 Ole, 82 Ole, 83 Ole, 84 Ole, 85 Ole, 86 Ole, 87 Ole,
77, Spielminute. Nach der Vorlage von Uwe Hennings, der Torschütze, die Nummer 10, Daniel! Bevor wir die Mannschaft sicherlich noch das eine oder andere Mal hochnehmen lassen, bringt so ein letztes Spiel natürlich auch immer Situationen mit sich, wo man Spieler verabschieden muss. Ja, der nächste Mann, ein Jahr lang, hat er gezeigt, was in ihm steckt. Er hat auf der linken Seite und im Mittelfeld gewirbelt. 25 Einsätze für die Fortuna, tolle Leistung dabei. Da ein traumhafter Treffer gegen Kaiserslautern. Und jetzt kommt der Stammverein, weil wir rufen auf ihn zurück. Dankeschön und nochmal, Michael! Kommen wir zum nächsten Mann. Insgesamt 101 Spiele und dabei 26 Tore für die Fortuna. Speziell in dieser Saison hat er als bester Torschütze noch einmal eindrucksvoll gezeigt, was alles in ihm steckt und uns immer wieder begeistert. Nach 4,5 Jahren als Fortuna, es ist wieder eine Zeit, Abschied zu nehmen. Danke und alles Gute für die Zukunft. Ja, Fortuna-Fans. Er spielt seit 2016 für die Fortuna.
mit 50 Treffern unser Rekordtorschütze in der zweiten Bundesliga und einer der erfolgreichsten Stürmer der Vereinsgeschichte. Wahrscheinlich schwer zu sehen, aber hier steht Danke rufen und ich möchte dieses Danke zurückgeben. Vor 7 Jahren habe ich so eine Ich habe gedacht, okay, Fortuna in der Vergangenheit, wenn man gerne hier gespielt, versuchst du mal. Ich habe hier gerne getroffen und jetzt habe ich gedacht, ich ziehe die Farben mal an. Dass das so, so geil wurde, so gut gepasst hat, freut mich. Dank euch. Dank euch, haben mich und meine Familie uns hier sehr, sehr schnell, sehr, sehr wohl gefühlt und mir macht es einfach noch Spaß. Ich möchte noch ein bisschen weiter spielen, hier leider, leider nicht mehr, aber ich werde es weiter verfolgen und werde zurückkommen und in anderer Funktion werde ich mithelfen, diesen geilen Verein wieder ganz nach oben zu bringen. Danke! So, kurze Aufmerksamkeit nochmal bitte. Wir wollen uns bei Marvin und unserem Kampf verabschieden. Vielen lieben Dank sagen für die ganzen Jahre. Und wir wollten uns nicht nehmen lassen, ihm eine kleine Kerze überreichen und hoffen wir ruhen. Wenn die eben hier unsere kleine Geste, Marvin, vielen lieben Dank. Ja. Und ich hoffe, du bleibst uns so oder so erhalten. Ich bin stolz auf dich, stolz auf deine Leute und sehr stolz auf die Stadt. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Das ist alles schon gesagt. Ja. Ich habe gedacht, dass es diesen Tag niemals geben wird. Ich kann euch versichern, ich habe meinen Traum zu 100% gelebt. Alles andere ist mir scheißegal. Ich habe alles auf mich genommen. Mama, danke für die schlaflosen Nächte. Papa, danke für den ganzen Strafen, die du bezahlt hast.